Yumi hat das Donza Logue Deck. Ist das das Karten, das Handabwurfdeck, das Donza Logue Deck? Oder ist das ein dunkler Skorpion Deck? Das Handabwurfdeck. Gibt mir hier ein halbwegs ordentliches Deck, das ist ja schrecklich mit den antiken Viechern. Eine Imba-Konterkarte wie Schnappstahl und die Viecher sind schon erledigt. Glück des Skorpiones spielt sehr allgemein, aber bestimmt nicht alle. Er spielt auch schon alle dunklen Skorpione, ne? So, ich hätte hier eine Ära mit ihrem Vertrauten. Staubtornado, Sakura zur Rüstung, muss reichen. Staubtornado, weg mit dieser Karte. Vulkanische Rakete. Was haben wir da feines Jasmine? Da haben wir einen fliegenden Kamakiri schon wieder. Für wieder die Jägereule. Und dieses Mal killen wir sie dann noch einfach. Nicht? Icarus-Angriff. Great. Mein Traum. Dann setzen wir uns nochmal diesen reißenden Tribut. Mascha hat das Phoenix-Deck. Vampir Genesis. Ja, mehr Vorschläge von Kartendecks bitte, bei denen wir überhaupt nicht wissen, wer es spielt. Ja, was findest du den Typen, der das Maschinendeck hatte? Kamula, ja. Wenn wir Kamula hätten. Mein Gott, mehr Removal. Andrea hat ein Dino-Deck, ja, da bin ich nicht so gehypt drauf. Jägereule. Kann nur in den Zylinder reinlaufen, schätze ich. Mehr Removals. Es ist Removals versus Removals. Oh, Harpienkönigin. Die spielen wir mal später. Amazon Deck mit Bastion. Right? Bastion ist ja nicht Seite 3. Wir suchen ja Seite 3 Charakter. Enfers. Yay. Können wir sie endlich überwältigen? Harpienkönigin, go. Wind zerstört eine Harpie 1. Hey. Und Harpienkönigin, Angriff. Bastion hätte das aber verdient. Bastion hat gar nichts verdient. Bastion verdient es, komplett ignoriert zu werden. Wir haben es schon in Tech Force 1 mit Bastion zusammengespielt. Da muss er wohl reichen. Red Maul. Und volle Breitseite. Beep, 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 beep. Ein Face. Beep, 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 beep. Red Maul gibt das Ding mal wieder auf die Hand zurück und dann ist vorbei. Great! In der Staffel war ein Seite 3 Duellant. Das waren fast alle außer Jesse und Axel. Yay, wir haben das Harpien-Deck besiegt. Wunderbar. Arg! Sie kann es nicht glauben. So, ich bin stolz auf uns. Ich gehe mal eben zum Haupttor rüber. Ich meine nämlich, der Typ, den ich suche, ist die meiste Zeit immer im Haupttor gewesen. Schauen wir mal, ob er da immer noch ist. Aktuell ist hier generell etwas tote Hose. Da ist Thelonious Viper, Jasmine. Ansonsten ist hier, was andere Duellanten angeht, gerade ziemlich gar nichts. Ungünstig. Im Internet steht nichts von Rezeptdecks und Partner. Naja, das ist halt die Kacke zu dem Spiel. Hier gibt es unglaublich wenig Internetquellen. Zu den meisten Yu-Gi-Oh! Spielen findet man Online-Listen von Decks von allen Duellanten des Spiels. Aber zu Tech Force 2 gibt es online fast nichts. Das ist schon echt beeindruckend. Das Spiel ist irgendwie total untergegangen.
Sven können wir gerade nicht lesen. Zurück zu den Ursprüngen. Gibt's Jinzo als Partner? Jinzo müsste man wahrscheinlich auch erst freischalten, wenn es denn überhaupt gibt. Brandungswelle, Loggi. Superstärke. Ein Typ, der Dante heißt. Noch mehr pure Stärke. Aliens könnte man natürlich auch machen. Schwarze Flamme. Drachenkrieger. Der Lawrence. Ja, Torwächter Tag Team will ich ja noch machen, aber es sind ja Seite 2 Duelland. Es geht ja darum, dass es ein Seite 3 Duelland ist. Liebe T-Rex, das ist das Dino-Deck. Das Ray, sie schon wieder, sie verfolgt uns scheinbar. Atticus. Ja, so viele Decks, bei denen wir die Namen nicht sehen können. Was ist Trinity für ein Deck? Und wir machen einfach mal kurz ein Save State und dann schauen wir uns das einfach mal kurz an. Partnerduelle. Niemand mit einem Maschinendeck gefunden? Ich meine, da war aber definitiv einer. Tobender Wind. Wollen wir ein Winddeck spielen? Dann haben wir wenigstens was. Celia mit einem Winddeck. Dann können wir auch Reiser spielen oder so. Winddeck klingt doch eigentlich nach einer ganz lustigen Geschichte. Kombo-Kämpfer. Sonst irgendwas Spannendes. Spielt auch tatsächlich Reiser. Kann man sich natürlich nicht beschweren. Dann haben wir im entfernten Sinne unsere Monarchen. Ja, der hier mit seinen lustigen Burnern. Tornado, ja, kann man sich nicht drüber beschweren erstmal. Das sind einfach lustige Monster. Kettendrescher. Barrierestatue. Okay, dann müsste man diesen komischen Kettendrescher wohl spielen. Nicht sicher, ob wir den dort besitzen. Steigende Luftströmung. Aber das hilft dir nur sehr bedingt. Da flippen wir gleich mal die Pandas. Warum greifst du nicht mit Reiser an, Dude? Naja, whatever. Celia mit verdeckten Karten. Spiegelkraft. Jo, schön. Direkt zerstört. Schäfchen, Traum. Kettendrescher. Beschwörer der Waffenkammer. Oh Gott, ey. Je mehr ich von ihrem Deck sehe, desto weniger will ich mit ihr zusammenspielen. Das ist ja nur Mist. Blitzeinschlag. Prinzess. Was? Naja, ist ein Windmonster. Okay, ich habe genug gesehen. Wir können dieses Stalling-Match jetzt beenden. Ein Phoenix-Deck. Wie sieht's denn aus mit Neftest? Ich meine, wir haben Neftest. Sie haben auch verboten und limitiert. Nein, doch nicht. Ne, wir haben Neftest nicht. Wir können kein Phoenix. Können kein Neftest spielen.
andere? Wer ist denn der andere? Das Level. Du meinst Horus? Filter, Schlüsselsuche, Level. Horus haben wir leider auch zu wenige von. Wir haben nur einen einzigen Horus 4. Aber grundsätzlich hätten wir die Karten zur Verfügung. So ganz, ganz grundsätzlich. Hier oben haben wir noch einen Typen, der Ray heißt. Was ist denn Ray Stack? Deine Partner duellieren sich mal kurz, dann können wir einfach das den Safe State laden. Mal kurz ein bisschen Deck Recon betreiben. Er hat die Hallo runter. Spannender Deckname. Schreckliches Feuer. Oh Gott, never. Degenerierender Kreislauf spiele ich nicht mit. Never. Blauer Schlafsaal, Mädchenschlafsaal, irgendwer im gelben Schlafsaal, irgendwas Spannendes. Gehende Leere. Wir werden gar nicht zum Unterricht gezwungen in dem Modus, kann das sein? Dadurch, dass Dean keine Dialoge hat, können wir tatsächlich in dem Modus einfach frei rumlaufen und werden von niemandem zum Unterricht gezwungen. Ha, spannend. Dunkler Shogun. Was war Dunkler Shogun? Das war auch ein Samurai-Deck. Dunkler Shogun? Upsa. Nein, Destruction. Ach, die. Hand Destruction, Donzolog und so weiter. Tja, ich schätze, wir nehmen dann doch Yumi und machen mal ein Hand Destruction Deck oder so. I guess. Hand Destruction im Tag Team ist natürlich immer so. Ne. Fallen lassen. Schafe. Meh, ihr Schafe. Das Ärgerliche ist, ich habe den Safe Start an einer komischen Stelle gesetzt, deswegen müssen wir das Duell hier gerade mal durchlaufen lassen. Waffenstillstand, nächtlicher Angreifer. Ja. Meteor der Zerstörung gegen schlechter Handel. Der Handzerstörung. Bibi. Ja, also Yumi schlägt sich super gegen dieses Burner-Deck, das eigentlich sowieso nicht viel macht. Ich, ja, Wade hat 8000:0 gewonnen mit seinem Ansatz-Burner. Ich bin nicht so angetan von diesem Deck. Was ist Saidina für ein Kerl? Partnerduelle, seine Brillanz wird uns blenden. Herrschendes Licht. Königin-Ära. Was hatte der Woody dabei? Woody-Duell. Seine Partnerduelle. Das war keine gute Vorschau, aber es war eine Vorschau, was passieren kann. Also, es ist eine Vorschau von dem, was jedes Duell passieren wird, wenn ich mit dem spiele. Das Eitelkeitsdeck. Was ist das Eitelkeitsdeck? Ich hätte ja so gerne verborgene Geschütze für unsere Untergrund-Adventures. Matratzer der Zappa. Okay. Spielt der Woody sonst noch so? Rasender Gorilla. Das scheint reines Beatdown zu sein. Okay.
Reines Beat, dann muss er noch nicht sein. Black Wolf, Navant. Schau mal nach Vivien, der hat Schildkröten. Klingt natürlich auch nach einer netten Idee. Das Schildkröten-Tag-Team. Nathan und Michael sind Rats. Labyrinth, Sandgefäß, Typ, der Minispiele machen will, die niemand spielen will. Rausland, da ist Jules. Na, es ist alles doof. Cyberlord Nova, Navant, macht euch bequem, nehmt euch ein paar Kekse. Ninja Turtles Tag Team, ja. Danke fürs Folgen, klingt theoretisch ja ganz lustig. Praktisch, ja, weiß ich nicht. Natürlich Mimi bis sonst wohin. Gott, da hatten wir echt so einen Deckpartner vorbereitet und dann hat er einfach so ein Kackdeck plötzlich, wenn wir den auswählen. So ein Unfug, jetzt die ganze Zeit darauf zu verschwenden, einen Partner zu suchen. Und hier ist keiner mehr. Okay, wir beenden mal eben den Tag. Kann doch nicht angehen. Immer Vanillafarben. Ja. Deloge, Go is Water. Das würde Kevin sicherlich freuen. Hat der zufällig ein Ninja-Deck? Hat der Typ hier zufällig ein Ninja-Deck? Können wir ein Ninja-Tag-Team spielen? Goey's Water. Ninja-Tag-Team fände ich mega lustig. Ist zwar kacke bis sonst wohin, aber das fände ich lustig. Der Typ hat sogar Okazi. Ich hätte gern Okazi in unserem Deck für den Dungeon. Ich will Wade's Garten haben. Ich will Wade nicht als Tag-Partner haben, aber ich will Wade's Garten haben. Könnten wir bitte von Hayden ein bisschen was von dem Deck sehen? Hayden, spielen wir heute den Mangos-Modus. Ah, Schwerter. Spielen wir die Schwerter. Danke. Es ist in der Tat ein Samurai-Deck. Ist jetzt nicht unbedingt, was ich sehen wollte. Er hat Ninjas drin. Und komische Samurai-Karten, die eigentlich schlecht sind, wenn man sie selber drin hat und die nicht wirklich thematisch passen. Er hat göttliche Klingen, Phönix... Was war das denn? Göttliche Klinge, göttliche Klinge, göttliche Klinge! Der Typ ist ja ein Traum. Ah. Er ist ruhig. Ich will noch mal ein Duell gegen den sehen. Jetzt so, oh, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe gerade eine Menge Spaß damit, dass wir einen Tech-Partner suchen, aber ja, die Suche läuft nicht so erfolgreich. Du hast Respekt freigeschaltet, die Karten sind gut für den Dungeon. Ja, indeed. Ich weiß, was da so alles drin ist, dementsprechend die Karten sind sehr gut. Wie geht's dir, Cyberdrachen Nova? Mal schauen, ob Hayden noch irgendwas halbwegs Sinnvolles drin hat oder ob das immer so eine Kacke ist. Dandelion im Angriffsmodus. Ja, ey. Let's Play doch Yu-Gi-Oh! World Championship 2009 auf YouTube. Müsste es schon durch sein, glaube ich, das LP von 2009? Oder läuft das aktuell? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ja. Es ist auf jeden Fall auf dem Kanal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt gerade noch läuft. Aber ich glaube schon. Primate Chaburiel für Yai. Es läuft gerade, okay. Flauschige Spielmarken. Okay, also das Deck von dem Typen ist der letzte Dreck. Aber er hat Kriegermonster und er hat Ninjas und das finde ich witzig. Wir rekrutieren uns jetzt Hayden und haben dann Goey's Worte. Let's go.
Schauen wir mal eben schnell, ob wir zumindest Goemon selber haben. Nur so sicherheitshalber. Muss natürlich nicht unbedingt sein. Moment. Filter, Effektmonster. C, D, E, F, G. Besitzen wir Goemon. Oh. Sieht tatsächlich eher schlecht aus mit Goemon für uns, aber das soll uns nicht aufhalten, schätze ich. Haben wir Ninja Lady Yai. Wieso habe ich überhaupt Decks vorgeschlagen? Du hast doch nur die Meta-Decks vorgeschlagen. Ich sag doch, ich suche eigentlich nach Dingen, die eher kacke sind, aber die man irgendwie lustig im Tag-Team spielen kann. Zeta-Unfug. Oh, jetzt bin ich schon viel zu weit unten. Sieht auch schlecht aus, ne? Gott verdammt. Jetzt haben wir die ganzen Karten dafür natürlich nicht. Blöd. Ja, okay. Wäre der Plan gewesen, aber wir haben davon leider nichts. Kacke. Gradius Deck. Gradius Deck würde ich sofort spielen, aber wir hatten jemanden Gradius Deck. Ja, cool. Wäre der Plan gewesen, aber ungünstig. Königinnenparfüm. Joey Deck wäre auch witzig. Ja, Spieler ist ja wieder kein Seite 3 Duelland. Sind wir gerade wieder im Unterricht. Wir könnten mal gerade schauen, was wir wirklich so für Insekten haben. Und ansonsten machen wir das Insekten-Tag-Team, je nachdem, ob wir halbwegs ordentlich Insekten haben. Filter! Nach Typ Insekt. Nicht Reptil. Sonst probiere ein Kriegerdeck aus. Es hat ja niemand ein Kriegerdeck. Ich wollte ja ein Kriegerdeck. Das war ja der Ursprungsplan. Mein Ursprungsplan war halt ein Tag-Team Kriegerdeck. Aber der Typ, der das Kriegerdeck hat, hat, wenn wir ihn als Tag-Partner haben, plötzlich ein Burner-Deck statt ein Kriegerdeck. Und ich muss leider enttäuschen. Unsere Insektensammlung ist extremst enttäuschend, wie ich gerade sehe. Ich würde ja gerne das Maschinen-Tag-Team einfach machen, wenn wir herausfinden würden, wer der Typ mit den Maschinenmonstern ist. Ich weiß, zumindest in Tag Force 1 hatte einer ein Maschinenkönig-Deck. Pablo müsste ein Krieger-Deck haben. Ich glaube, der ist Blue. Scheinbar ist immer noch Unterricht. Okay. Ich meinte in Kombi mit 6 Samurai. Ja gut, 6 Samurai geht natürlich auch, aber 6 Samurai spielen wir halt auch irgendwie in jedem Spiel. Wäre halt eigentlich eine nette Gelegenheit, irgendwas anderes zu spielen. Warum ist niemand am Haupttor da? Die Metalle. Oh, die Metalle? Ist das was? Ja, der Partnerduell. Kura mit die Metalle 1. Natürlich ein Red. Schauen wir mal. Großartiges verborgenes Geschütz. Kartenhändler, mein absoluter Traum. Jetzt schon kacke das Deck. Kura, was spielst du? Erstmal nix, wie es aussieht. Mischt irgendwas wieder rein. Spielt weiterhin nix. Ja, Kura ist ein großartiger Tag-Partner. Pablo hat ein Zombie-Deck. Ja, also Kura scheint das beste aller Decks zu haben, wie man sieht. Drei verdeckte Karten, vier Handkarten. Wir sehen nichts, was er hat. Du, kannst du mal ein Monster spielen? Hast du ein Monster im Deck?
Typ mit dem Quizdeck? Wer ist denn der Typ mit dem Quizdeck? Wir wissen eine Sache über Kuras Deck und das ist, dass er Kartenhändler spielt. Alter Vater. Wir haben nichts von Kuras Deck gesehen. Drei verdeckte Karten, keine Monster. Ja, wir wissen jetzt, dass er Ring der Zerstörung spielt. Alter Vater. Können wir bitte irgendwas von seinem Deck mal sehen? Rune hat das Neftis Deck. Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass wir Neftis leider nicht besitzen. Also ist das leider auch schon wieder hinfällig. Ja, vielleicht ist das hier der Typ mit dem Maschinendeck. Wir haben nur nichts davon gesehen. All of the Einschränkung. Wir wissen weiterhin, er hat Kartenhändler im Deck. Was hat der denn im Deck? Ein Fusionsdeck und Hex? Ich hab gar nicht gesehen, dass er ein Fusionsdeck hat. Hex? Was spielt der Mann? Aber er ist mir sympathisch, wenn es vor Hex spielt. Oh mein Gott! Geringer Drache! Antikering, Soa! Metall Soa! Metall Soa! I like him. What is this garbage? I like him. Komm, ich spiel mit Kura zusammen. Wir haben mal gegen Kura verloren. Spiel beenden. Ja. Wir spielen mit Kura zusammen im Tag Team. I like him. Können wir mal eben schnell in unserem Deckmenü doppelchecken? Ich meine, wir haben Sauer, aber. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Normale Monster. Müsste ja sehr weit unten sein. Soa, wir haben ein Soa immerhin. Das ist sogar ein aus dem neuen Pack. Ja, Metall-Soa-Deck. Das ist genau, was wir brauchen. Metall-Soa-Decks. Wir müssen sein Deck erstmal studieren und uns dann unserem neuen Partner zukünftig angleichen. Shit, ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß der Typ? Sein Deck heißt die Metalle. Wie hieß der Typ? Bitte sag mir, dass sich jemand den Namen gemerkt hat. Kann uns mal eben gerade jemand nach? Kura, Kura. Danke. Freies Duell. Kura, Kura, Kura. Normales Duell, Einzelduell, geänderte Regeln, 2000 LP, kein Zeitlimit, weiter. Der Spieler! Ja, ein Traum. Wo ist er? Kura, 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 Kura. Das wäre eine absolute Katastrophe, mit dem zusammen zu spielen. Hier hat er jetzt die Metalle 2. Ja, großartig. Nehmen wir die Metalle 1. Ich befürchte, wenn er mit uns zusammen spielt, hat er auch mit den Metalle 1, ne? Noch so weiter länger? Ne, aber das da jetzt machen wir gerade eben noch. Weil wir halt so viel rumgekuffelt haben. Ein Duell gegen Kura und beim nächsten Mal fahren wir dann Kura fertig und duellieren uns mit Kura und bauen ein Deck für Kura. Was nur großartig werden kann. Metall-Soa Hexdeck. Wir haben sehr, sehr lange gesucht. Hä? Oh, ich habe vergessen, die Decks zu ändern. Oh, Dreck. Naja, okay, magischer Zylinder. Grüner Apparat. Das ist der Bruder von Bakura. Mystischer Runterfuhren, Endface,
Kura hat ja eh keine Monster, habe ich gehört. Ach, gegen uns zieht er jetzt Monster, ist ja klar. Mystischer Raumtaifun. Kennen wir mal diese Verdeckte, die da wäre. Die antiken Regeln. Aufschlagen. Ich hätte noch einen roten Apparat. Geringer Drache wieder mal auf dem Fels. Wenn der geringer Drache spielt, dann heißt das, der Mann spielt Metalldrache. Der Mann muss Metalldrache spielen in diesem Fusionsdeck. Muss ein Metalldrache sein, Leute. Das ist mein absoluter Traum. Der Typ ist der Typ, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Es hat lange gedauert, wir mussten viele Leute aussortieren, aber der Typ, das ist mein Traum-Tag-Team-Partner. Der Typ muss Metalldrache in seinem Fusionsdeck haben und wahrscheinlich auch Labyrinthpanzer. Und der spielt Metallsora. Der Typ ist mein absoluter Traumpartner. Der spielt meine Lieblingskarte. Ja, der Typ ist mein Traum. Das ist, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Nee, nicht nochmal. Ich habe das falsche Deck eingestellt. Ja, speichern. Ja, überschreiben. Okay, das war's dann leider für heute. Sorry, dass wir jetzt so dermaßen lang danach gesucht haben, nach einem neuen Tag-Partner. Aber beim nächsten Mal geht der richtige Spaß hier los. Beim nächsten Mal schalten wir uns diesen Typen frei, Kura. Und dann bauen wir uns das beste Deck der Welt im Tag-Team mit Kura zusammen. Das beste Deck der Welt. Bis dahin. See ya.